Heute schauen wir uns an, mit welchem Seil du am besten am Gletscher unterwegs bist und wie du einen richtig teuren Fehlkauf vermeiden kannst. Bühne frei für den Hochtouren-Grundlagenkurs. Dich und dein Gefolge verbindet am Berg sicherlich das Ziel, aber am Gletscher vor allem das Seil. Mit dem Seil sorgen wir für das notwendige Maß an Sicherheit, egal ob große, kleine, viel oder wenig Spalten am Gletscher. Doch wenn man sich so umsieht, gibt's schon verdammt viele Seile zu kaufen. Ich habe dir bereits in einem recht alten Video schon mal einen Überblick über Einfachseile gegeben, aber gerade in Bezug auf die Hochtouren ist das noch nicht ansatzweise alles, was du spezifisch für Hochtouren wirklich wissen solltest. Unten findest du wie immer die einzelnen Kapitel, damit du genau deine Themengebiete findest. Fangen wir bei der Seilart an. Seilart? Ja, denn es gibt ja nicht nur das eine Seil, sonst wären die vielen Marken und Seile am Markt ja vollkommen unnötig. Dann unterteilen kann man Seile in statische und dynamische Seile. Und die dynamischen Seile kann man dann nochmal unterteilen in Einfachseile, Halbseile und Zwillingsseile. Ganz zum Schluss kommen wir übrigens dann noch zum Spezialfall Rebschnur, aber jetzt schauen wir uns ganz kurz die reinen Zwillingsseile an. Denn die sind, abgesehen davon, dass sie am Markt einen immer kleineren Platz einnehmen, auch keine große Empfehlung für den Gletscher. Als reine Zwillingsseile müssen sie immer im Doppelstrang verwendet werden. Alles wird dadurch deutlich mühseliger und insgesamt sind sie auch deshalb nicht sehr empfehlenswert, weil es eben auch kaum welche mit entsprechender Imprägnierung gibt. Also nur sehr grenzwertig einsetzbar, was Hochtouren betrifft. Kommen wir zum Einfachseil. Das ist der absolute Klassiker bei reinen Hochtouren. Der Vorteil ist, dass es ein Allrounder ist und somit auch in allen möglichen Variationen zu kaufen ist. Je nachdem, wie lang das und wie dick das Seil und wie imprägniert man es eben braucht, kann es alles. Das Einfachseil verläuft ganz klassisch zwischen einem selbst und dem Vorder- oder Hintermann. Kommt vor oder nach Gletscher noch eine felsige Passage, wird das Seil dann einfach als Kletterseil verwendet. Das alles macht das Einfachseil vielseitig, flexibel und praktisch. Jedoch kriegt man diese Allround-Waffe auch nur mit den dazugekauften Nachteilen. Erstmal ist das Einfachseil natürlich etwas dicker als das Halbseil und damit ist es logischerweise spürbar schwerer, vor allem wenn man es eben auf die Länge hochrechnet. 55 bis 60 Gramm pro Meter hört sich nach nicht viel an, aber bei 60 Metern sind das 3,3 bis 3,6 Kilo. Außerdem sind Einfachseile, die für den Gletscher sehr gut geeignet sind, auch nicht gerade ein Schnapper. Petzl beispielsweise lässt sich das Petzl Volta 9.2 für knapp 200 Euro abkaufen. Das ist nicht gerade geschenkt. Also Flexibilität will auch bezahlt werden. Etwas anders, aber dann auch wieder nicht, ist das bei den Halbseilen. Ein Halbseil kriegt man schon für deutlich weniger Geld als beispielsweise das Volta 9.2. Aber das Ganze hat auch einen entscheidenden Haken. Ein Halbseil kommt selten allein und wenn es allein kommt, steht man vor einigen Herausforderungen. Denn das Halbseil sollte zum Klettern nicht unbedingt als Einzelstrang verwendet werden, da die Seilreibung im Sicherungsgerät deutlich geringer ist, das Seil dünner und damit anfälliger für Beschädigungen beim Sturz ist, was wiederum blöd ist, weil man ja eben nur ein Seil hat und so weiter. Es gibt viele Gründe, ein Halbseil im Einzelstrang nicht als Einfachseil zu missbrauchen. Also man muss keine Angst haben, dass es einfach so reißt, aber das ist insgesamt alles nochmal ein etwas ausführlicheres Thema, was an der Stelle falsch wäre. Was bedeutet das denn aber für den Gletscher? Naja, im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass man bei Halbseilen ohne Bedenken auch am Gletscher unterwegs sein kann, auch im Einzelstrang. Denn es gibt ja keine scharfen Schnittkanten, an denen das Seil in Gefahr wäre. Es gibt keine übermäßige Belastung für das Seil, da man ja nirgends festgeschraubt ist und somit keine Belastung wie bei einer Normsturzprüfung stattfinden würde und es außerdem beim Bremsen eines Spaltensturzes nicht um Sicherungsgeräte oder sonst was geht. Das Seil ist ja hier nur eine Verbindung. Aber das Halbseil hat einen Haken und der Haken heißt Fels. Auch wenn die Ritter der Korrektheit sich hier jetzt schon wieder auf die Pferde schwingen, das Halbseil ist am Fels im Einzelstrang wirklich gefährlich. Vor allem eben bei diesen typischen Routen, die nach einem Gletscher erst kommen. Ich rede jetzt nicht vom Sportklettern. Denn wer im Skifahren zum Beispiel mal mit Seil klettern war und das bei sehr, naja, sagen wir mal, spannender Routenführung, wird erkennen, dass das Seil ganz schön viel am Fels herumschrubbt und falls dann noch wer recht sportlich stürzen sollte, dann kann es eben sein, dass das Seil an einer scharfen Kante aufgibt. Bei einem Seil eine ganz unpraktische Vorstellung. Heißt,
Eigentlich bräuchte ich dann die klassische Halbseiltechnik mit zwei Halbseilen, um redundant unterwegs zu sein und natürlich auch, um die volle Abseillänge nutzen zu können. Für reine Gletschertouren ist aber das eine Halbseil absolut ausreichend und somit im Gewicht und im Einzelpreis absolut unschlagbar. Man muss aber, und das unterstreiche ich jetzt hier nochmal, ganz genau wissen, was man tut. Und da füge ich jetzt auch nochmal kurz meine persönliche Meinung ein. Ich bin auf alpinen Klettertouren und Gletschertouren mit Kletterelementen auch mal mit Halbseilen unterwegs, manchmal auch nur mit einem. Wenn ich nämlich weiß, dass die seilwürdigen Passagen nur 15 oder 20 Meter lang sind, dann nehme ich ein Halbseil in der Hälfte und habe damit zwei Halbseile. Nur dann habe ich eben nur ein sehr kurzes Seil. Man sieht, die Art des Seils ist viel relevanter, als man glaubt, wenn man erstmal über den Gletscher hinwegschaut. Einfachseile und Halbseile sind für den Gletscher allein aber definitiv ausreichend. Für alles, was davor und danach noch so anfällt, muss man aber die Situation wieder vollkommen neu bewerten. Jetzt könnte man sagen, gut, dann kaufe ich gleich zwei Halbseile und wenn Klettern dabei ist, nehme ich beide und ansonsten nur eins. Und das stimmt so. Man muss dann nur eben zwei bezahlen. Und damit ist man dann definitiv wieder über sämtlichen Preisen für alle klassischen Einfachseile. Also fast schon eine philosophische Frage sondergleichen. Zumindest, wenn man das alles in Relation zum finanziellen Budget setzen will. Aber kommen wir deshalb gleich zum nächsten spannenden Faktor, nämlich der Imprägnierung. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen drei Imprägnierungen. Vollimprägnierung, auch Kern- und Mantelimprägnierung genannt, dann Mantelimprägnierung und dann noch eben gar keine Imprägnierung. Die Imprägnierung selbst hat die Funktion, die Wasseraufnahme des Seils bestmöglich zu verhindern. Leider nicht zur Gänze, aber schon ziemlich nah dran. Zumindest auf jeden Fall deutlich mehr als bei einem unimprägnierten Seil. Beispiel gefällig? Ein vollimprägniertes Seil nimmt etwa 2% des Seilgewichts an Wasser auf. Ein unimprägniertes Seil nimmt bis zu 50% des Gewichts auf. Bei 4 Kilo Seil wären das also entweder 80 Gramm mit Imprägnierung oder auch 2 Kilo ohne Imprägnierung. Klar, das sind Höchstwerte, also müssen nicht unbedingt 50% sein. Aber ich denke, der Fall ist klar. Denn am Gletscher, da wird das Seil unweigerlich nass. Denn gerade wenn es Plusgrade hat oder auch wenn die Sonne einfach scheint, hat das Eis einen Feuchtigkeitsfilm an der Oberfläche, der ziemlich schnell im Seil einzieht. Also auch ohne Schnee ist es am Gletscher, große Überraschung, nass. Aber auch abseits des Gewichts ist das alles wichtig. Denn ein unimprägniertes Seil kann das Wasser aufnehmen und wenn das Wasser dann gefriert, dann hat man ordentlich die Arschkarte gezogen. Denn dann hat man beim Sichern massive Probleme, aber auch bei der Selbstrettung oder Spaltenrettung im Allgemeinen. Ein Prusik hat es am vereisten Seil deutlich schwerer als am rauen Seil. Also bedenkt das auf jeden Fall, dass ihr für den Gletscher jedenfalls eine Imprägnierung und meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Kern- und Mantelimprägnierung braucht. Weiter im Programm. Reden wir über die Seillänge. Die Seillänge ist immer schwierig, denn wir brauchen nicht unbedingt genug Seil für jede Rettungstechnik. Tatsächlich kann man auch mit etwas kürzeren Seilen am Gletscher unterwegs sein. Was meine ich damit? Stellen wir uns vor, du und ich, wir gehen gemeinsam auf den Mont Blanc, zu zweit. Ich habe 50 Meter Seil zu Hause, du hast auch 50 Meter Seil zu Hause. Gut, wie machen wir es? Naja, wir dritteln das Seil. So hat jeder eine Reserve, um einen Flaschenzug beispielsweise einrichten zu können. Knackpunkt, so kann sich rein rechnerisch nicht ansatzweise eine lose Rolle ausgehen, als Rettungsmethode. Ist das schlimm? Naja, muss man wissen. Muss man wissen. Muss man wissen. Denn wenn ich mich in den Methoden einschränke, dann muss ich die verbleibenden Methoden natürlich beherrschen, sonst wird's blöd. Und auch mit 60 Metern wird die Methode nicht funktionieren, denn dritteln ist ja rechnerisch gesehen immer noch dritteln. Jedenfalls könnte man aber bei 60 Meter beispielsweise sagen, okay, ich gebe dir als Vordermann, weil du der Chef bist, 5 Meter Restseil. Dann nehmen wir 17 Meter zwischen uns und die restlichen 38 Meter, die nehme ich. Der Clou an der Sache ist, dass du einen Flaschenzug einrichten könntest und ich einen Flaschenzug, aber auch eine lose Rolle. Und das macht Sinn, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in eine Spalte verabschiedest, ist ja als Vordermann einfach ein Stück größer. Und ich habe dann eben mehr Spielraum. Worauf ich hinaus will, es gibt ganz viele Möglichkeiten mit der Seillänge und vor allem der Verteilung des Seils zu spielen. Wichtig ist aber, dass man die Konsequenzen der unterschiedlichen Restseile immer bedenken muss und dann auch richtig handeln können muss. Ganz einfach. Also pauschal, 50 Meter Seil reichen, wenn man mit den Gegebenheiten umgehen kann. 60 Meter Seil sind super, da man auch in größeren Seilschaften sicher unterwegs sein wird. Und auch immer genug Restseil hat, wenn man es sich sinnvoll aufteilt. Mehr Seil kostet aber eben auch immer mehr Geld und ist schwerer. Deshalb würde ich davon abraten, 200 Meter imprägniertes Seil zu kaufen, denn da wird sich irgendjemand in der Seilschaft dann wohl ein Lastenfahrrad für den Gletscher zulegen.
Aber fassen wir das Thema Seil am Gletscher mal ganz kurz zusammen. Das Seil sollte jedenfalls imprägniert sein, mindestens mantelimprägniert. Meiner Meinung nach auf jeden Fall Kern- und mantelimprägniert. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ein Einfachseil ist ein toller Allrounder, das Halbseil ist nochmal ein Stück leichter. Was man davon eher nimmt, hängt davon ab, ob der Gletscher die größte Schwierigkeit ist oder ob vielleicht danach noch ordentliche Kletterei dazukommt, je nachdem vielleicht auch ein zweites Halbseil. Das ist dann eben ganz unterschiedlich. Die Länge des Seils hängt natürlich von der Seilschaftsgröße ab, aber eben auch davon, wie viel Reserve und Komfort man in Ernstfällen haben will. Und selbstverständlich auch von der Länge diverser Seillängen, wenn noch eine Klettertour bevorstehen sollte. Logisch. Kurze Seile schränken die Möglichkeiten natürlich auch immer mehr ein. Das war ja der Ausflug in die Seillandschaft für den Gletscher. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ungefähr abschätzen, was für ein Seil ihr für den Gletscher braucht. Ich persönlich habe einmal das Volta Guide 9mm in 50 Meter und zwei Beal Iceline 8.1 in 60 Meter, die ich eben einsatzgebunden hernehme. Wenn euch das Video zu schnell war, ich weiß sehr viele Informationen, schaut es euch einfach immer wieder mal an und vielleicht schreibt ihr auch ein paar Sachen auf, dann habt ihr für den nächsten Seilkauf definitiv genug Infos, mit denen ihr euch zurechtfindet. Ihr wisst, dieses Projekt Alpen Academy und die ganzen Infos, die ich euch kostenlos zur Verfügung stelle, die funktionieren nur so, wie sie funktionieren, weil ihr es möglich macht. Ich freue mich über jede kleine Spende und wenn ihr sagt, diese Infos sind mir ein Fünfer wert, dann gerne auch unten in der Videobeschreibung findet ihr entsprechende Links dazu. Das freut mich sehr und das ist wirklich wertvoll für mich. Gerne auch den Kanal abonnieren, dann könnt ihr in Zukunft auch nichts mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!